Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Städtetag in der Fachhochschule in Kapfenberg. Fußball Obereich gewinnt gegen den SV Breitenau. Und das Wetter morgen wechselhaft und wieder milder. Kommunalpolitiker trafen sich in den Räumen der Fachhochschule Kapfenberg zum Steirischen Städtetag 2017. Den Vorsitz führte der Bürgermeister von Leoben. Dieser Termin Ritual oder aktueller Anlass? Ich würde sagen Routine und aktueller Anlass. Und was sind die Hauptthemen, die Sie berühren? Finanzausgleich, ein Dauerbrenner. Selbstverständlich, der Finanzausgleich ist jetzt einmal abgeschlossen, aber er geht ja noch im Detail weiter. Und unter anderem haben wir immer gefordert als Städte, dass er nicht so gestaltet wird, dass jeder gleich behandelt wird. Denn die Städte sind wichtige Versorger, regionale Versorger und haben mehr Aufgaben als kleinere Gemeinden. Daher muss man dafür auch mehr Geld bekommen, wenn man große Infrastruktur errichten und erhalten muss. Der erst seit kurzem mit den Amtsgeschäften der Stadt Kapfenberg betraute Bürgermeister war quasi Gastgeber. Erst einige Wochen offiziell im Amt als Bürgermeister von Kapfenberg, aber schon lange am Puls des kommunalen Geschehens. Ja, das ist richtig und es ist natürlich spannend, wenn man dann aus dem Puls heraus dann direkt als Herz, nämlich als Bürgermeister gewählt wird und vorne steht. Ich glaube, es ist eine interessante Aufgabe und das ist für mich die höchste Aufgabe, die es überhaupt gibt in der Kommunalpolitik oder so nah am Bürger. Näher geht es gar nicht mehr und das ist wirklich eine wunderschöne Aufgabe. Was erwarten Sie sich jetzt vom Städtebund? Ich glaube, wir sind eine sehr gute Institution. Wir bündeln dort unsere Sorgen, unsere Kräfte. Wir tragen diese gesammelt heran und ich glaube, es ist auch so, dass diese Fachausschüsse sehr gut arbeiten und unsere Probleme, die ja jeder im Einzelnen hat, dann wirklich zusammenträgt, eine gemeinsame Meinung daraus bildet und dann an die Entscheidungsträger, an die Geldgeber, an die Bundesgesetzgeber heranträgt. Und da warte man natürlich schon, dass unsere Resolutionen auch tatsächlich Gehör finden und umgesetzt werden. Hochinteressant waren die einzelnen Referate, zum Beispiel zum Thema Auswirkungen des Onlinehandels auf Klein- und Mittelstädte. Ein sehr wichtiger Tagesordnungspunkt bei dieser Städtebundtagung ist die Auswirkung des Onlinehandels auf Klein- und Mittelbetriebe. Wie wird das sich auswirken? Wenn wir es genau wüssten, dann wäre es einfacher. Wir spekulieren derzeit, aber das, was wir wissen, ist, dass es massive Einwirkungen oder Auswirkungen haben wird auf Kleinstädte, Mittelstädte, wo der Onlinehandel, der virtuelle Standard mit dem realen Standard letztlich konkurriert und sich damit Tendenzen im Handel, die wir jetzt haben, was Flächenfreisetzungen betrifft, was Leerstellen betrifft, eher verstärken als verringern werden. Besteht nicht die Gefahr des weiteren Sterbens von Unternehmen, von Firmen, vor allem von Klein- und Mittelbetrieben? Ja, klar, die besteht die Gefahr. Sie besteht schon, also die ist ja real schon seit vielen Jahren. Es ist ja nicht nur online getrieben, dass es eben massive Verlagerungen von Konkurrenzsituationen gibt. Aber jetzt konkurrieren kleine Unternehmen mit einem virtuellen Standort, der nur am Netz existent ist und man alle Waren am nächsten Tag zu Hause geliefert bekommt. Wie kann man entgegenwirken? Bessere Konzepte entwickeln für die Städte, Attraktivität schaffen in Städten, regionale Abstimmungen durchführen, also regionale Konzepte entwickeln. Es sind nur zwei, drei Aspekte, die ich jetzt so spontan mitnennen kann. Aber es bedarf dem Onlinehandel was über die Qualität und die Abstimmung auch von Konzepten entgegenzusetzen. Quando, wohin gehen wir in der Kommunalpolitik? Und mancher Tunnel hat auch Krümmungen und man sieht das Ende des Tunnels oft nicht. Ja, das ist richtig. Das ist auch hier in diesem Fall genau ebenso. Wo die Reise hingeht, wie stark sie sich auswirken wird, es lässt sich eine Tendenz ableiten. Wir werden aber vielleicht ganz neue Handelskonzepte bekommen, die stark den stationären Handel mit dem Online-Handel in Verbindung bringen und damit eben neue Mischkonzepte an den Start bringen. In naher oder ferner Zukunft? Ich würde fast sagen in naher Zukunft. Es ist notwendig, in naher Zukunft das zu machen, weil man kann es nicht auf die lange Bank schieben. Dann ist die Bank irgendwann zu Ende, man fällt runter. Die gelbe Karte für den Obereicher Kapitän Christopher Kaiser gibt's gleich zu Beginn der Partie. Der anschließende Freistoß, geschossen von Christian Huber, führt jedoch zu keinem Erfolg. Dann die erste große Chance für Obereich durch Nico Töni.
in der 29. Spielminute das 1:0 für Obereich durch eine großartige Aktion des Torschützen René Strebinger. Eine weitere Möglichkeit für Obereich, doch der Breitenauer Tormann Patrick Ulrich verhindert einen Treffer. Ausgleichschance für Breitenau durch Marco-André Schinnerl nach einer Flanke von Christian Huber. Ein Lattenschuss des Obereichers David Seebacher. Das 2:0 für Obereich, Torschütze wiederum René Strebinger. Mit einem 2:0 gehen die Mannschaften in die Pause. Die Chance auf das 3:0 durch David Seebacher wird vom Breitenauer Harald Eder verhindert. Eine weitere Möglichkeit für Obereich wieder durch David Seebacher. Christian Huber aus der Breitenau scheitert am Tormann Emanuel Ebner. Der Torschütze vom Dienst René Strebinger erhöht auf 3:0. Und noch eine Möglichkeit für Obereich durch Nico Töni. Der Breitenauer Tormann wehrt jedoch in den Corner ab. Der eingewechselte Julian Schandl vergibt eine weitere große Chance für Obereich. Der Breitenauer Martin Russ schießt auf das Tor der Obereicher, aber Emanuel Ebner wehrt in den Corner ab. Der anschließend ausgeführte Eckball bringt aber leider nichts ein und somit Endstand in der Partie Obereich-Breitenau 3:0. Die Stimmen zum Spiel. Trainer aus Breitenau, heute in Obereich eine 0:3 Niederlage. Man muss sagen, bis zum 25. 30. Minute ein offenes Spiel. Was ist dann passiert? Ja, ich glaube, wir haben einfach einer viel zu viele Räume gegeben, zu wenig Zweikämpfe gewonnen. Und in dem Fall war es eigentlich verdient für Obereich, dass sie gewonnen haben. Ja, aber eigentlich überraschend so hoch, nicht, muss man sagen. Ja, sehr überraschend. Ich weiß nicht, was heute los war mit unseren Leuten. Also, sie waren im Kopf nicht frei, das haben wir beim Aufwärmen schon ein bisschen gemerkt. Also es waren 4, 5 dabei, die was halt nicht ganz bei der Sache waren. Dreifacher Torschütze, was wünscht er sich mehr? Eigentlich gar nichts, perfekt. Was willst du noch für sagen? Super Partie gewesen. So wollten wir es, trainiert haben wir fleißig. Und ich fand drei herrlich herausgespielte Tore, muss ich sagen. Und das, glaube ich, war ein hochverdienter Sieg, weil ich habe da etliche Chancen gehabt. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass das weitergeht für euch. Ja, das hoffe ich auch. Schaut nicht. Großartiger Erfolg heute. Ich muss sagen, hätte es, glaube ich, ein paar Tore sogar mehr schießen können. Was meinst du zum Spiel? Ja, Gott sei Dank ist uns jetzt im Heimspiel gelungen, dass wir einen Dreier einfahren. Die letzten Runden sind wir ein bisschen hinten nachgelaufen und haben die Tore nicht gemacht, was wir heute Gott sei Dank gemacht haben, wobei wir noch mehr Möglichkeiten gehabt haben, aber ja, in Dreier eingefahren. Na, Spieler. Heute gab es am Morgen noch etwas Regen. Tagsüber lockerte es auf und die Werte lagen bei 14 Grad. Morgen bleibt es wechselhaft, aber trocken und die Höchstwerte, die liegen zwischen 14 und 18 Grad.